Heute ist eine Pressekonferenz und wir wollen zeigen, wie weit wir mit unserer Produktion sind, was die Idee ist, hier zur Premiere zu bringen. Und deswegen für uns ein ganz besonderer Tag, in einem noch nicht fertigen Haus eigentlich sowas wie einen Ausschnitt zu zeigen und ein Geheimnis zu lüften. Was kommt nach Hamburg ins neue Musicaltheater? Ich finde das total spannend, vor allem wenn man genau guckt, überall hängen noch die Strippen raus und die Wände sind noch nackt. Ich weiß gar nicht, wie die das so schnell geschafft haben. Ich finde es ganz, ganz toll, was hier auf die Beine gestellt wurde. Jetzt erklingt gedanklich im Hintergrund ein kleiner Trommelwirbel, der immer lauter wird. Denn jetzt kommt diejenige, die uns verraten wird, um welches neue Musical in Hamburg, in Deutschland es sich hier handelt. Ich begrüße auf der Bühne die Geschäftsführerin von Stage Deutschland, Uschi Neuss. Wir sind froh, stolz, glücklich, aufgeregt. Und heute kann ich sagen, dass wir im November hier in diesem Theater Premiere feiern werden mit dem Musical Das Wunder von Bern. We prepared a workshop from Das Wunder von Bern. And I was so touched. We're telling a story about a new start, a promise in history. Tja, da kommt dann so ein Anruf, da will jemand ein Musical aus dem Stoff machen. Und dann? Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Das geht überhaupt nicht, weil ich ja nicht so ein Musical-Freund war zu der Zeit. Jedenfalls habe ich dann Billy Elliot gesehen und das ist einer meiner Lieblingsfilme und dann war das Musical noch besser als der Film. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Dann war ich so ein bisschen angefixt, dann habe ich in Berlin Hinterm Horizont gesehen, in der Zwischenzeit auch zum dritten Mal. Also mittlerweile bin ich wirklich, stehe ich voll dahinter und freue mich sehr und bin auch natürlich geschmeichelt, dass hier so viele Leute sind für eine Produktion, die auf meinem Film beruht und freue mich sehr auf November. In diesem Rahmen warst du bester Vater der Welt. Wir haben angefangen heute mit Matthias Lubanski, der überraschend hört, dass sein Vater aus dem Krieg zurückkommt. In vielen meiner Träume warst du drin. Sie machen alle endlich Sinn. Ich habe immer von ihm geträumt und ich habe so viel mit ihm erlebt in meinen Träumen. Und jetzt kommt er wirklich nach Hause. Und dann steht er vor mir und dann sagt er, wer ist das? Wir beide, das wird schwer sein. Wie viel von meinem Leben wird heute mit der Sonne untergehen? Und dann haben wir im Kontrast die älteren Geschwister gezeigt, die wir im Gegensatz zum Film um einiges weiterentwickelt haben, weil die die neue Generation, den Aufbruch, den Sturm und Drang verkörpern. Jetzt hören wir genau zu, Ingrid. Ich verbiete dir hiermit jeglichen Umgang mit Soldaten. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich wollte doch nur tanzen. Ich will doch nur leben. Ist das denn zu viel verlangt? Emotionen funktionieren, weil man sich persönlich berührt fühlt. Das ist bei dem Film so, das ist bei dem, was ich an Ausschnitten heute so gesehen habe. Und natürlich ist es etwas, das sich verbindet mit einer Geschichte, an die alle sich irgendwie erinnern, selbst wenn sie nicht dabei waren. Das war wirklich Gänsehaut pur, was ich da selber auch erlebt habe. Und ich bin echt begeistert. Also was mich auch so berührt hat, ist dieses Emotionale in der Musik. Ich finde halt einfach die Grundstory unglaublich berührend. Und das kenne ich nicht von so Workshops, dass man da so alle so berührt rausgehen. Also das war schon wirklich beeindruckend. Wunder geschehen.